Tja, wer hätte gedacht, dass die Welt mal so aussieht. Und trotzdem sind wir hier. Und ich habe dran gedacht, Musik ist nämlich an. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist hier unter Audio das Master Volume hochzudrehen. So. Jetzt habt ihr eure Musik. Normalerweise. Ja. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ein paar Global Players. Ein paar Minor Players. Russland dürfte irgendwann mal jetzt kapitulieren. Es kann doch nicht sein, dass die Russen immer noch existieren. Bulgarien. Ja. Auch interessant. Nach wie vor. Gibt's ja immer noch. Ey. Nicht euer Ernst jetzt. Genau in dem Moment, wo ich hingehe. Alles Kerngebiete. Aber jetzt gibt es hier natürlich keine Kriege mehr. Wir haben natürlich noch mal diesen großen europäischen Krieg zwischen Moldawien und Österreich, den Tschechen. Und war nicht Bulgarien auch ein Krieg mit denen? Oder habe ich das in meiner kleinen Matschebirne mir eingebildet? Ja, die Iran ist natürlich auch relativ great. Habe ich die schon gekernt? Johannes B. Kerner war hier. Ja, war hier schon in Action größtenteils. Afghanistan wird auch nicht große Chancen haben. Argentinien hat Bolivien den Krieg erklärt. Mhm. Wie können sich die argentinische Truppen hier durchbewegen? Weil es ist nicht so, dass sie sich so gut verstehen würden. Ich frage für einen Freund. Oh, ich sehe gerade. Brasilien auch im Krieg mit dem Iran. Der Iran hat sich auf der gesamten Welt Feinde gemacht. Und jetzt hat Bulgarien... Hä, die haben doch vorhin auch... Ach so. Ja. Stimmt, das Spiel ist ja abgestürzt, weil ich irgendwas gemacht hatte. Was war denn das? Ah, verhexte Axt. Was habe ich denn angestellt, dass das Spiel abgestürzt ist? Ich habe das Gebiet annektiert, was ich selber gespielt habe. Und was war das für eine Nation? Okay, scheiß drauf. Haben Glück gehabt. Wer auch immer annektiert wurde, hat Glück gehabt. Er darf weiter existieren. Der hier so. Gar nichts. Hat sich dazu entschieden, einfach mal in Ruhestand zu gehen. Kann ich nachvollziehen. Würde ich auch machen an seiner Stelle. Ja, Mazedonien. Jetzt hat. Genau. Doch das zusätzliche Truppen. Kontingent der Bulgaren wird Moldawien jetzt hier relativ schnell das Zeitliche segnen. Also jetzt wollte ich die Truppen schon hinzufügen. Digga, ich bin so lost. Okay. Die haben noch... Ja, komm, die haben gar nichts. Logistik ist im Arsch. Manpower ist im Arsch. Fabriken sind im Arsch. Wirklich alles im Arsch. Holt ihr euch Buzhou? Da stehen... Naja, steht nur eine einzige Division. Wenn wir den Krieg uns mal anschauen. 61.000 zu 410.000. Das ist schon relativ eindeutig. Fabriken 170 zu 28. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem könnte auch ich Moldawien nicht mehr helfen. So, Somalia... Wie schaut's denn aus mit euch? Gut. Alles Kerngebiete. Ist übrigens nur Occupied hier. Für den Krieg? Nee. Das heißt, rein theoretisch, ja, schulde ich denen tatsächlich ein paar Kerngebiete. So. Wieder zurück in den Spectator-Modus. Okay. Ägypten hat der Zentralafrikanischen Republik den Krieg erklärt. Das ist zu erwarten gewesen, weil die Zentralafrikanische Republik hat keine Truppen. Da kann man einfach entspannt einmarschieren. Schöne Hauptstadt haben sie trotzdem. Bangui. Und Deutschland hat Österreich den Krieg erklärt. Okay, jetzt wird's... Okay, jetzt wird es nochmal sehr spannend, weil Moldawien struggelt noch so ein bisschen um seine Existenz und jetzt fällt Deutschland einfach Österreich. Das ist ja alles live. Wir schneiden ja nichts. Das ist hier alles original. Und das bedeutet, Ägypten hat die Zentralafrikanische Republik annektiert, weil relativ wurscht ist.
Aber für Österreich ist das jetzt gerade ein Desaster, weil die noch komplett hier drüben stecken. Im Kampf ums Überleben. Jetzt gefangen. Und die österreichischen Truppen schon in zwei geteilt. Jetzt ist natürlich das mit der Manpower nicht mehr so eindeutig für Österreich. Und deren Friends. Moldawien will dieses trotzdem gleich surrendern. Und österreichische Truppen ziehen sich nach Italien zurück. Alter, Österreich wird die kollabieren gleich. Bei Budapest und so. Ja, das war's jetzt mit Moldawien. Da werden wir jetzt erstmal kurz Folgendes machen. Natürlich die Gebiete kernen. Das kommt Österreich jetzt hier sehr zugute, weil das Surrender-Limit erhöht. Das heißt, die surrendern erst etwas später. Jetzt ist nur die Frage. Deutschland alleine ist relativ schwach, hat aber eine enorm starke Wirtschaft. Plus man hat schon einen Großteil österreichischer Kerngebiete erobert. Aber jetzt kommt die österreichische Armee zu Hilfe. Jetzt ist halt die Frage, greifen die Tschechen auf Seite der... Moment, die Ägypter. Ägypter gegen das Tschadian Empire, das Tschad Empire. Naja, schade um die Flagge, eine schöne Faust. Ich mag Fäuste. Vor allem, wenn sie in Flaggen sind. Und noch geht der deutsche Vormarsch weiter. Wie gesagt, das ist halt echt krass. 9 Militärfabriken. Gegen 47 Militärfabriken. Das ist schon eindeutige Geschichte für Deutschland eigentlich, was die Militärfabrikenanzahl angeht. Die können quasi deutlich bessere Truppen eigentlich ins Feld schicken und auch die Verluste deutlich besser ausgleichen. Aber wir warten mal ab, auch wie sich das noch entwickelt. Vielleicht kriegt der Österreich nochmal Hilfe oder irgend sowas. Die Ägypter dürften eigentlich kein Problem haben mit dem Tschad Empire. Die 6 Millionen Non-Core, die ignoriere ich jetzt erstmal aktuell noch. Ja, Ägypter, der Irak. Noch lebt er. Ist eigentlich sogar relativ stark von den Truppen, oder? Also eigentlich müsste der Irak doch auch in der Lage sein, da mal so eine halbwegs nützliche Gegenoffensive zu starten, aber klappt noch nicht und Österreich wird echt überrumpelt, Alter. Schaut euch das an, was die Deutschen mit Österreich machen. Und ich glaube, wenn es hier einen Country Swap gibt, also wenn Deutschland jetzt hier einfach Österreich snackt, ist ja kein Swap, ist ja quasi ein Schlucken, dann habe ich die Befürchtung, könnte das für den Rest der Europäer relativ schwierig werden, weil Deutschland dann halt auch eine enorm starke Wirtschaft hat. Mal gucken, wie sich das weiter verhält. Schweden hintergeht Österreich schon und schickt keine Güter mehr. Die haben auch scheinbar irgendwie Angst vor der Moldawischen Republik, die es ja noch gibt. Man hat sich nämlich dafür entschieden, die Moldawien nicht komplett zu integrieren. Was eigentlich auch ein interessanter Move ist. Aber das wird, ja, ich gehe mal stark davon aus, dass Österreich... Ja, das Problem ist, Schweden stellt halt auch die Hälfte der Manpower und Schweden ist hier nicht beteiligt. Das heißt, die Armeen sind erstmal relativ gleich stark von der Manpower. Aber die deutschen Divisions sind wahrscheinlich, was ist in so einer Infanteriedivision drin? Motorisierte Fahrzeuge, mechanisierte Fahrzeuge. Boah, Panzerdivision voll ausgestattet. Ja, da machst du nix. Oh. Hä, hey, nee, das gab's doch vorhin auch schon, oder? Oder bin ich jetzt hier gerade verwirrt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, verdammt. Nur weil das Spiel einmal abgestürzt ist, alles vergessen. Jedenfalls Spanien gegen Frankreich, meine Freunde. Wer hat denn da die Hausschuhe an aktuell? Ich würde auf... Ja, es ist unentschieden. Es ist auch hier ausgeglichen. Spanien hat aber erstmal mehr Fabriken. Mal schauen, wie sich das langfristig verhält. Während Deutschland weiter... Es ist eigentlich der interessanteste Krieg, gerade Deutschland gegen Österreich.
Der Rest ist eigentlich gerade komplett langweilig und uninteressant. Das ist das Einzige, was zählt hier. Oh, eine österreichische Panzerdivision auch noch eingekesselt. Das tut weh halt. Die ist auch noch... Ne, warte mal. Falsche Nation. Oh, die war stark. 6 Panzer, glaube ich, oder? Warte mal, schauen wir mal kurz nach, was die hatten. Doch. Nein, ne. 3 Panzer und 3 mechanisierte Infanterie und 4 Light Mechanized. Wobei die mechanisierte Infanterie auch sehr teuer ist. Und eigentlich auch sehr gut. Hier steht jetzt der Deutsche. Die würde ich sofort versuchen, als Österreich auszunutzen. Würde die sofort draufgehen. Aber machen sie jetzt hier nicht. Ja, die haben hier Truppen stehen, aber das sind halt Trash Divisions. Das sind halt Bilder, die sind so billig. Die kriegst du nicht mal mit einem Euro-Shop, so schlecht sind die. Die kannst du bestenfalls bloß wegschmeißen. Spanien drückt auf Frankreich. Jetzt ist halt die Frage, wer unterstützt. Doch, Frankreich wurde schon einmal erobert. Hey, das kann doch nicht alles weg sein. Wann habe ich denn das Autosave-Ding eingestellt? Monatlich. Ey, das ist doch nicht alles in einem Monat passiert und war dann alles weg, oder? Oh Gott, ist das peinlich. Aber egal, wir haben ja die Action schon wieder voll am Bienen. Deutsche Truppen hier unten sind gerettet. Österreichische Division ist nochmal eingekesselt worden. Manpower bleibt gleich eigentlich. 42 zu 144, da tut sich nicht viel, aber Österreich hat absolut keine Fabriken mehr. Wie das ausschaut. Oh. Kambodscha pusht langsam aber sicher gegen die Russen. Russen mit ihren 8 Divisionen halten aber noch tapfer die Stellung. Kämpfen bis zum letzten Mann sozusagen. Never give up, never surrender. Ah, Gegenoffensive sogar hier oben mal vor den Österreichern. Da schau her. Halten die sogar zum Teil die Stellung. Dass ich das mal erleben darf. Ja, trotzdem Deutschland. Ja, da kommen sie trotzdem wieder durch. Gibt's doch nicht. Haltet Stand. Kämpft um jeden Millimeter Land. Aber das funktioniert nicht. Also Österreich surrendert. Schweden ist auch im Krieg mit Deutschland. Ich weiß jetzt nicht genau, womit das zusammenhängt, weil die ja nicht in einem Bündnis sind und so, aber das wird die Maus jetzt auch nicht mehr fett machen. Verluste 32 zu 100. So dreimal höhere Verluste auf österreichischer Seite. Aber noch kämpft man, hat immer noch 34%. Von der Logik her müssten die Tschechen jetzt dann eigentlich Österreich angreifen. Oder wenn ich die Tschechei wäre. Oh, Irak hat was? Okay. Mit Kuwait hat man einen White Peace gemacht. Das bedeutet im Umkehrschluss, Kuwait wurde höchstwahrscheinlich geschluggelt. Okay. Hat dieses Mal funktioniert. Ja, Syrien könnte eigentlich auch jede Menge machen, aber haben sie auch keinen Bock drauf. Ja, Kurdistan gegen Armenien passiert auch nicht so viel. Deutschland mit der nächsten Offensive gegen Österreich. Also die kommen ja hier zum Glück durch, die Deutschen. Wobei es hier nur eine einzelne Front ist. Aber jetzt ist die Frage, langt das jetzt mit... Nein, noch nicht ganz. 21%. Aber es müsste eigentlich reichen, die Gebiete, glaube ich. 5 Victory... Ja, doch, ich glaube, das reicht. Oder? Ne, reicht echt nicht, oder was? Ich hätte gewettet, dass das langt. Bulgarien hat Moldawien den Krieg erklärt, genauso wie die Tschechen. Jetzt doch, ist leicht. Ha, ich habe doch recht gehabt, es langt. Österreich ist weg. Österreich wurde komplett, na nicht ganz komplett, aber fast komplett.
geschluckt. Und Deutschland jetzt mit einer Kernbevölkerung von 100... Jetzt habe ich es zu schnell weggeklickt. Okay, Moment. Irak, Russland... Also Irak hat auf alle Fälle diese zwei... Da müssen wir jetzt kurz natürlich wieder Sachen machen. Zum einen euch auswählen und euch auswählen. Und dann euch geben. Estland und Niederlande ist irrelevant für uns gerade. So, haben die Russen denn Gebiete bekommen? Ja, nicht so wirklich. Ägypten hatte auch nochmal Kriege gewonnen gehabt in letzter Zeit. Ja, da müssen wir auch nochmal kurz Shenanigans betreiben. Gut, ansonsten habe ich keine Ahnung, was sonst noch so abging. Der Irak kriegt jedenfalls noch einen Krieg mit Oman und Jemen. Die Tschechen gegen Weißrussland. Die Tschechen und Bulgaren haben Moldawien sich geholt. Also Bulgarien, die Tschechen und dann haben wir Mauretanien mit allesamt Siegen in ihren Kriegen und Tunesien pusht immer weiter Richtung Algerien. Gespannt, ob sie es echt schaffen, den Krieg für sich zu entscheiden. So, jetzt natürlich hier Weißrussland, ja genau, das dachte ich mir, dass die Tschechen da kalten Prozess machen. Damit wären es natürlich immer weniger Nationen. Immer mehr Länder fallen raus. In Kambodscha würde ich trotzdem weiterhin als Top-Favoriten sehen. Bolivia, jetzt geht es ja auch in Südamerika ein bisschen ab. Argentinien kriegt aktuell ein bisschen auf die Schnauze. Okay, Republik von Bolivien wurde gesnackt. Alles Kernbevölkerung. Sind aber auch relativ schwach. Jetzt ist Argentinien mit dem Rest der Welt noch im Krieg. Fehlt nur noch, dass Chile den Krieg erklärt. Das wäre nämlich dann der finale Backstep. Ja, Tunesien und Marokko Hand in Hand gegen Algerien. Das sieht gut aus. So, Frankreich weiter nur im Krieg mit Spanien. Die Italiener mischen sich nicht ein. Und Mazedonien hat Ungarn den Krieg erklärt, das ist... Ja, ach, da drüben ist Ungarn. War Ungarn, sorry. Und jetzt hat Italien... Okay, doch, es ist einfach die Wiederholung von dem, was passiert ist damals, bevor das Spiel abgestürzt ist. Okay, Mazedonien, ja, ist... 23 Millionen Kernbevölkerung, aber halt auch wirklich eigentlich nicht wirklich eine Gefahr. Deutschland ist mit 160.000 Mann in der Armee und 60.000 im Training. Bauen hier jede Menge Sachen. Haben natürlich auch Ressourcen ohne Ende, ne? Ja. Müssen auch nichts importieren. Und die Russen haben Kasachstan den Krieg erklärt. Echt jetzt? Sind wir fürs Protokoll, Russland. Ihr seid am Arsch. Arabien, Kongo und Libyen haben den Tschad unter sich aufgeteilt. Bin mal gespannt, wie es hier weitergeht. Iran ist hier auch mit vertreten. Ja, ich kann, gebe jetzt einfach mal ein paar Kerngebiete. Ist gerade auch keine Ahnung, wer hier was treibt. Und Frankreich. Ja. Wie auch damals. Ah, Italien ist jetzt mit drin. Ja, doch, habe ich doch gerade eben gesagt. Genau. Ist jetzt die Zeit hoffnungslos wieder. Schauen wir mal, wer sich das Ganze hier dann einverleibt. Südafrika hat Namibien den Krieg erklärt. Aha. Das sieht aber erstmal... Okay, das sieht erstmal sehr... Alter. What the fuck? Was zur Hölle macht Südafrika hier? Seht, schaut euch das an, wie die bitte Namibia überrennen. Okay, die sind auch brutal überlegen. 122 Fabriken.
Aber nur relativ wenig Kernbevölkerung, weil die auch fast nicht also fast keine Truppen wollen, auf Deutsch gesagt. Aber das nenne ich mal einen schnellen Sieg. So, Spanien und Italien haben sich Frankreich einverleibt. Ganz kleines Fleckchen Frankreich haben sie übrig gelassen, diese Trottel. Sorry. Wer macht denn sowas eigentlich? Hier. Hm? Schande. So. Spanien, 113 Millionen Kernbevölkerung. Schön, was hat Deutschland jetzt gehabt? Ich hab's wieder vergessen. Deutschland hat jetzt 180 Millionen. Hat auch immer noch mit Abstand die meisten Fabriken. Namibien und... Nein, das lasse ich leider nicht zu. Ihr wisst warum. Das muss einmal komplett an Südafrika gehen. Die haben damit jetzt eine Kernbevölkerung von 81 Millionen und 128 Fabriken. Sehr, sehr stark. Tunesien macht weiter Fortschritte. Ja, und was hier abgeht, weiß auch keiner. Das ist so ein bisschen lost, finde ich fast schon. Genauso wie ich keine Ahnung habe, was das hier soll. Also, dass die Russen keiner mal kalt macht, das verstehe ich aber nicht. Die gibt es jetzt schon seit 7 Jahren, obwohl die nie irgendwie in einer positiven Situation waren, wo man gesagt hätte, ja, das sieht gut aus. Die waren immer am Arsch und trotzdem gibt es die noch. Versteht keiner. Er schließt sich mir nicht. Ja, Argentinien bekommt auch hart auf den Sack. Die, denke ich mal, werden nächste Folge ausgelöscht. Ägypten hat Somaliland den Krieg erklärt. Das dürfte wahrscheinlich auch relativ eindeutig werden. Ich sage dann aber an der Stelle erstmal bis zum nächsten Mal, Freunde. Dann geht's weiter mit Somaliland, Argentinien, Irak und vielleicht wieder Europa. Macht's gut. Tschüss.